weißt ja, der T26 ist jetzt gebufft worden. Das heißt ja, der T26 E5 ist jetzt stärker geworden. Also fahren wir ein paar Ründchen und ich nehme euch einfach mal spontan mit, mitten in der Nacht. So. Was haben wir hier im Angebot? Ist klar, machen wir zu den Heavys. Ich könnte jetzt den üblichen Spruch bringen und sagen, ich habe schon länger nichts mehr hochgeladen, aber ich tue es nicht. Bewegung. Der Reload ist ein bisschen kürzer geworden und die Beweglichkeit ist besser geworden. Ich bin den früher sehr oft gefahren, sehr viel gefahren, den T26, und dann konnte man eine Zeit lang überhaupt nicht mehr mithalten. Jetzt haben wir jetzt aber auch gebufft. Okay, dummerweise bin ich jetzt aufgegangen. Und mal gucken, ob er jetzt besser performt. Aber meistens liegt das Problem ja nicht am Panzer, sondern meistens an dem hinterm Steuer. Ne? Muss man mal ganz ehrlich zugeben. Aber mal schauen. Das gefällt da drüben. Mal schauen. Ja, vielleicht solltest du weniger seitlich rausfahren. Jetzt haben sie dich nämlich gekettet, mein Freund. Ja, und er fährt noch mal raus. Kann sie noch so weit rausfahren, Chrysler, ich mach dir den Gefallen nicht. Rad vorne. Bleib mal so stehen, Chrysler. Bleib mal so stehen. Ja, bitteschön. Bitte nicht mal quer rausfahren, ja? Wenn, dann mache ich das so. Klar, bin ich dabei. Jetzt fährt er mir in den Schuss. Heiland, zack. Lass den DPM ich mal schnell raus. Mon Dieu. Dankeschön. Da muss ich mich ja wohl bedanken. Ja, ist mir auch schon öfters jetzt aufgefallen. Ich meine, war jetzt nicht so besonders geschossen von mir. Diese Obsidian
ist auf dem Papier relativ Müll, muss man mal sagen. Ne? Von der Panzerung her und alles, dieses Kettenteil da vorne, wo du auch Damage machst. Aber im Spiel ist der irgendwie stärker. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist schon witzig irgendwo, oder? Also manchmal habe ich das Gefühl, die machen halt den Panzer stark, damit die Leute froh und zufrieden sind erstmal und dann wird er wieder insgeheim und heimlich ein bisschen genervt. Aber lassen wir das. Ich finde es jedenfalls komisch. Das ist eine gewisse Diskrepanz zwischen Papier, zwischen Theorie und Praxis. Ja. Aber kann jetzt auch nur Zufall gewesen sein. Aber schon interessant, oder? Machen wir gleich noch eine Runde. Hoppla. Naja. Geht so. Naja, das sind diese Spontanrunden. Da müsst ihr durch, Leute. Genau, gegen 10er. Oh ja. 3 mit Elite-Status. Obwohl, es hat nicht immer was zu bedeuten. Ich habe auch Elite-Status. Also, dieser ist, ich sage mal, das ist XVM für Arme, was sie dir anzeigen, weil mit Qualität hat das nicht unbedingt was zu tun. Den Elite-Status erreicht du eigentlich immer. Sondern auch nur mit Quantität. Ne? Du musst nur einen Panzer sehr oft fahren. Na, jetzt laden wir mal Gold durch. Bilden uns ein, dass es was nützt. Und versuchen mal ein bisschen vorsichtig zu agieren. Nur wo? Die Löwen könnten am Strand kommen. Mal fahren wir runter. Komm. Wenn ich der Einzige bin, fahre ich natürlich nicht. Objekt 430 U, kommt der mit? Jo. Schon mal gut, wenn der 10er mitkommt. Dann kann ich ein bisschen supporten. Ich hoffe nur, dass er Varianterhose hat und vorfährt ein bisschen. Gegnerische Skorpion ist schon tot. Schauen wir mal, ob da ein Löwe kommt. Ich habe meine Betäubungspfeile dabei. Okay. Fahren wir mit unserem Top-Tier mit auf jeden Fall. Wenn ihr Low-Tier seid, immer versucht immer Top-Tier zu unterstützen. Wenn ihr mitkommt, machen wir langsam da vorne. Hey. Jetzt aber eilig. Okay, bis jetzt sind wir viel gefahren und die Aussicht genossen. Okay, da war es vor der Jagdtiger. Trackshot. Noch ein Trackshot. Jetzt kann es 430 U in. Oh nein! Hilfe! Kannst du den mal killen? Danke! Mon Dieu! Oh, der Leo! Du kriegst noch einen Insekt, mein Freund. Wo ist mein bester Freund? Der ist hinter mir. Oh, oh. Meine Trackshots klappen. Sehr schönes Game. Machen wir gut, wir zwei. Mein neuer bester Freund.
Seht ihr, das meine ich, wenn ihr versuchen sollt, euer Top-Tier zu unterstützen. Alleine wäre er wahrscheinlich draufgegangen und ich auch. So könnt ihr vielleicht ein paar wichtige Trackshots bringen. Jetzt muss der Leopard. Ja, da. Warte mal. Also ich versuche den Leo zu finishen. Ah, er ist nicht ganz One-Shot. Und man bounced natürlich auch. Schönes Game. Schönes Game. Macht Spaß. Der V, da will ich eigentlich nicht vorfahren. Loben uns auf 430. Hat er gut gemacht. Mal loben, ne? Man muss auch mal die Mitspieler ein bisschen loben. Gutes Schlussbild, oder? Da seht ihr den Low-Tier mit dem Top-Tier, wie er ihn unterstützt hat. Nichts Besonderes vom Damage-Share, aber das ist eins der Spiele, wo ein bisschen Spaß gemacht hat. So, ich mache jetzt Feierabend für heute. Und ich habe einen neuen besten Freund gewonnen und gehe jetzt wohl schmatzend vielleicht noch eine Runde Somua fahren und dann ins Bettchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Ne? Ich lade mal wieder was hoch, gell? Ich weiß auch nicht, wie ich dieses Video nenne, vielleicht, keine Ahnung. Wie unterstütze ich mein Top-Tier oder keine Ahnung. Ich muss mir irgendwas Dummes einfallen lassen noch. Okay, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr kriegt keine so schwere Männergrippe wie ich. Ne? Daumen hoch auch für euch und abonniert gerne den Kanal. Und bis die Tage, würde ich sagen, gell? Ciao, ciao.